Willkommen zu einem neuen Saturday Game und zwar Gizmo Geister Weihnacht. Und wir fangen auch direkt an. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Irgendwo im weiten Weltraum. Oh, my legs. I'm so tired. I can't believe this. The best watchmaker on the planet is forced to mop the floors in the hangar. And what did you expect? We tried to impose the celebration of Halloween and awakened ancient evil spirits. But... And now, you've dug up one more secret and are going to offer a new holiday. Maybe it's better to see after all what Sid's up to. But where is it? Let's have a bite first. You'll remember where you put the box at once. When I need to remember something, I always have a bite first. As I see it, the only thing that worries you, big guy, is how to stuff yourself. Oh, I found it. And how did you find out the essence of the holiday? Everything is coded again. A genius watchmaker tried to tell us about the holiday in ignorance of its essence, by just having taken a look at the symbols on the box. A holiday is always a holiday. It's obvious. Well, it's real easy. Use the same principles as with the secret of Halloween. Guess all the symbols and read the information inside. So what are we waiting for? Maybe we're waiting for dinner? I'll make some sandwiches for us. Okay. Dann wollen wir mal weiter gucken. Nö, versuchen wir uns einfach mal blind. Beginne bei Nanogramm-Rätsel mit großen Zahlen. 10, 10. 15 haben wir doch gar nicht. Okay. Irgendwie raff ich das noch nicht so hundertprozentig. Okay, also müssen wir ein bisschen rumprobieren. Kann ich wegmachen? Nee. Also hier hätten wir schon 15. 7 sind 8. Okay, warum er das jetzt gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Dass die Reihe wahrscheinlich hier weg ist. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier als nächstes? 1. 1, haben wir hier eine 1? Nein. Die 2 brauchen wir auch. So. Das sind Bomben. War sehr komisch, das Spiel. Also ich raff das noch nicht wirklich. Ach, wir gehen mit großen Zahlen. Stimmt. 6. Haben wir eine 6? 4. Ups. Oh. Ziemlich viel Verlust hier. Aber ich finde es cool, da muss man mal ein bisschen überlegen. Wieso macht ihr nicht eine Reihe dicht? Das ist so ein bisschen wie Minesweeper. 7 haben wir jetzt auch irgendwie nicht. 15, aber 6 wäre die nächste Zahl, stimmt. 6. Upsala. Ja, machen wir diesmal eine Runde mit Anleitung.
Das ist ein einfaches Rätsel. Zur Einfachheit umfasst es nur 5x5. Ja. Ja, jetzt macht es auch so ein bisschen Sinn. Die Reihe 5 steht die Zahl 10. Fülle nun alle 5 Reihen mit Hilfe der Linkmaustaste aus. Okay. Da habe ich doch alle 5 Reihen. Okay. So, jetzt finde alle ähnlichen Reihen und Spalten und fülle sie selbst aus. Ja. Wenn man einmal liest. Dann ist das klar. Das wäre hier diese, oder? Welche wäre denn jetzt? Die größte nächste Zahl wäre 8. Oder? Ich weiß nicht, wo ich hinklicken. Ach, das ist noch eine 10. Die habe ich gar nicht gesehen. Mein Fail. Machen wir weiter. Sieh dir Spalte 3 an. Sie bildet 3 Zweier. Das bedeutet, dass die Reihe aus 3 Gruppen zu jeweils 2 Zellen besteht. Wir wissen das jetzt. Okay. Ja, mach das weg. Ich will. Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Achso. Ich bin so gut. 3 Zweier. So. Wunderbar. Jetzt wird es Zeit, ein paar grundlegende Strategien zu erklären. Das Lösen von Nanoprogrammen ist nicht immer so einfach. Ja, merke ich. Sieh dir Reihe 2 an. 6 Zellen in der Mitte sind auf jeden Fall ausgefüllt. Zwei Zweier. Da komme ich aber jetzt hier nicht hin. Also das ist ein Spiel, das raffe ich nicht hundertprozentig. Magnificent. Diese Gefäße füllen sich stets dann, wenn du eine richtige Zelle entsperrst. Nutze ein volles Gefäß immer dann, wenn du nicht mehr weiter weißt. So, also als nächstes gucken wir uns mal. Now. Ups, das war die falsche Taste. Die Vierer. Haben wir noch irgendwo? Nö.
Die Achter haben wir eigentlich auch alle. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Das ist mir zu hoch. So, so. Okay. Auf jeden Fall. Upsa. Also ich würde euch gerne mehr erzählen, aber irgendwie muss ich. Okay. Also wir waren ein Spiel, was nicht unbedingt so leicht ist. Ha. Da muss man auf jeden Fall mal grübeln und nachdenken. So. So. Wir haben noch auf jeden Fall ein bisschen Leben. Muss überlegen. Probieren wir es einfach mal mit. Ha! Exceptional! War auf jeden Fall eine schwere Geburt. Bester 1,40. Ich habe 6,27 gebraucht. Ach du Heiliger. Gut. Das war auf jeden Fall. Du kannst Lehrerzelt automatisch ausfüllen. Na gut. Also, das war auf jeden Fall jetzt erstmal eine kleine Vorstellung von diesem Spielchen. Und zwar. Möchte ich jetzt auch gar nicht so lange mich damit befassen, weil ich denke, dass es nicht unbedingt das Spiel ist, was man hundertprozentig Let's Playen könnte oder beziehungsweise regelmäßig zeigt, weil ich sag mal, zum Reinschnuppern, was das ist, ist es in Ordnung, aber ich denke mal, nächste Woche Samstag wird es ein ganz anderes Saturday Game geben und wird es wieder ein bisschen, ich merke, mehr zu erzählen geben, mehr Erleben geben, mehr Action sein. Ich wünsche euch immer noch viel Spaß und ja, haut rein, Leute!